sich, 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 Sicheloni. Cookie Belly. Hey Chris und Boss, wir hatten schon mal Bärlauchpesto und dieses Mal machen wir Basilikumpesto. Dazu benötigen wir einen großen Topf frischen Basilikum, ca. 50 Gramm, 80 Gramm Parmesan, 100 Gramm Pinienkerne, eine halbe Knolle Knoblauch, also ca. 6 Zehen, 200 Milliliter Olivenöl und Salz. Zuerst nehmen wir eine Bratpfanne, geben ein bisschen Bratöl hinein und braten die Pinienkerne an. Hier wieder aufpassen, dass diese nicht zu dunkel und somit bitter werden. Die angebratenen Pinienkerne kommen dann in einen Häcksler. Anschließend nehmen wir den Knoblauch, schälen diesen und hacken ihn fein. Den gehackten Knoblauch braten wir nun ebenfalls mit ein bisschen Bratöl an. Dieser darf ebenfalls nicht zu braun und damit bitter werden. Der angebratene Knoblauch kommt dann auch in den Häcksler. Jetzt kommt der frische Basilikum dran. Die Blätter abzupfen und anschließend abwaschen. Danach in den Häcksler geben. Etwas Salz dazu und den Parmesan reiben und auch dazu geben. Zum Schluss noch das Öl drüber gießen und häckseln. Und voilà, das Pesto ist auch schon fertig. Ihr bekommt ungefähr zwischen 4 und 6 Portionen raus. Fantastisch schmeckt es natürlich mit Nudeln, ihr könnt es aber auch natürlich für was anderes verwenden. Bis zum nächsten Mal in der Sicheloni Kitchen. Sich, sich!